und fliegen da einfach über den Fluss. Scheiß auf Gegner töten, es bringt eh so gut wie nie was. Okay, da landen wir. Wow, da ist jetzt sogar noch ein Ungeheuer. Jetzt packen sie ja wirklich alles da aus. Oh Gott, ein Zeitschloss. Das ist wirklich ein Zeitschloss, what the fuck? Wie soll denn das gehen? Da muss ich direkt... Okay, direkt muss ich ja saufen. Warum? Hallo, ich hab doch draußen abgespeichert. Ich versteh's nicht. Warum lade ich denn dauernd da? Man, es ist... Eben, und mit solchen Passagen dann immer im Spiel ist meine Motivation immer relativ schnell vorbei dann fürs Spielen. Ich hasse sowas. Es ist so behindert. Wenn es einfach an irgendwas scheitert. Jetzt nicht, weil es irgendwie schwierig ist, sondern einfach, weil es einfach behindert ist. Geh rein. Na, kann ich nicht, weil da wieder irgendwas ist. Irgendwas blockiert. Ich brauche dann anscheinend einen Schlüssel. Lasst er einen Schlüssel fallen, der Wurm da? Na, er lasst nur Leben fallen. Okay, dann. Wie stark ist unser Laser? Ist unser Laser vielleicht irgendwie ein bisschen stärker, dass ich jetzt da nicht stundenlang rüberschießen muss? Zwei Treffer, drei Treffer, vier Treffer, fünf Treffer. Sechs Treffer, sieben Treffer, okay, sieben Treffer, das geht eh halbwegs. Ein bisschen zielen, eins. Und dann speichere ich jetzt aber raus und ab. Das ist unfassbar. So, jetzt gehe ich zuerst nochmal links rein mit dem Schlüssel. Und schaue mal, ob ich da, also ich werde die Gegner einfach nicht eliminieren. Das habe ich mal auf jeden Fall gelernt, die Gegner nicht eliminieren. So, da speichere ich mal jetzt ab. Sondern einfach hinwegfliegen. Es bringt eh nichts. Das Walrus, was lasst es denn maximal fallen, oder? Maximal einen Schlüssel. Aber wenn ich einen Schlüssel nicht brauche, dann brauche ich es sowieso schon gar nicht töten. Scheiß dann auf das Walrus. Okay, was gibt's da? Ein Seeungeheuer. Das Walrus, das verfolgt mir einfach immer mit. Ist jetzt aber an und für sich nicht so schwierig. Komm ich da nach oben? Na, da komme ich nach unten. Okay. Und da ist ein Weg mit... Mit Slythos, Herzen, Mana, da kann ich einfach alles auffüllen, oder wie? Aber wir haben irgendwie... Ich verstehe nicht ganz. Er rennt teilweise über die Herzen einfach drüber und meiner Meinung nach war da Kleeblatt, aber ah, oder? Aber was ist das einfach für ein grenzgenialer Gang? Wir haben maximal Mana und maximal Leben. Ja! Geil, das Spiel ist teilweise so nett. Es liebt uns manchmal. Manchmal liebt es uns, aber oft hasst es uns. Okay, und dann sind wir jetzt wieder da. Hm. Bei dem Zeitschloss. Also wir müssen auf jeden Fall dann da rüben rein. Das ist eh klar. Und jetzt irgendwie schauen. Den Schuss da ausweichen. Sehr gut. Den Schalter betätigen. Und super Jetpack. Flieg und Sieg. Und rein und jawoll. Awesome stuff. Und wow, Wachen. Okay. Aber im Prinzip, wir sind sehr, sehr gut. Kommen wieder voran, würde ich sagen. Ich war davor wieder ein wenig frustriert, weil die Passagen halt teilweise so mühsam sein einfach. Aber wenn man raus... Man muss eigentlich echt... So Grundstrategie bei Little Big Adventure, wie gesagt, ist Gegner im letzten Bereich immer des Spiels eigentlich. Wenn es geht, die Gegner ignorieren. Einfach vorbeirennen, sie irgendwie... Ja, ignorieren. Sie töten ist viel zu mühsam. Sie haben extrem viel Leben, wie man das sieht. Also es braucht wirklich alles Ewigkeiten. Und sie bringen nichts außer Herzen, Mana, was auch immer, was wir eh nicht brauchen. Oh, da aktivieren wir zur Sicherheit mein Schild. Und keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Da rein, na, muss ich nicht. Ins Ufer vielleicht rein. Okay, gehen wir mal ins Ufer. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich genau hin muss. Komme ich vielleicht mit dem Ufer zum Island CX? Was ist sie da überhaupt? Oder er da? Guten Tag. Wer sind Sie? Das hier ist das persönliche Raumschiff des Kaisers. Sie haben hier nichts zu suchen. Okay. Das ist also das Raumschiff des Kaisers. Guten Tag. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Kann ich mit dem Hund auch noch reden? Kann ich nicht. Die können Sie vermöbeln, vermutlich. Kann ich aber mit dem Schiff einfach wegfliegen. Das wäre geil. Na, da nicht. Da auch nicht. Na, ich glaube, da muss ich nicht rein. Hm. Dann vielleicht draußen die Wachen eliminieren. Eventuell lässt irgendeiner einen Schlüssel fallen, dass sie da in die Zentrale da reinkommen. Okay, kann ich den mit dem Blasrohr eliminieren? Nein, kann ich den mit dem vorsichtigen Ball eliminieren?
Na, ein bisschen zurück vielleicht, dass ich über die Mauer wirf. Na, da ist irgendwie die unsichtbare Mauer ein bisschen im Weg. Jetzt aber müsste es gehen. Na, da ist ernsthaft eine unsichtbare Mauer. Wie krass. Okay, und dann einfach aggressiver Modus. Jawohl, ranspringen mit der Ausweichtaste. Da müsst ihr einfach irgendwie X spammen bis zum Umfallen. Dann kommt man teilweise relativ leicht an die Gegner in den Nahkampf ran. Und wenn man sie einmal im Nahkampf hat, oh Gott, dann sind sie einem ja eigentlich meistens ziemlich ausgeliefert. So, jetzt gerade noch den anderen. Andere Strategie ist immer mit einem vorsichtigen Ball sie irgendwie über irgendwelche Hindernisse zu eliminieren. So, jetzt kommt er da wieder daher. Komm, geh da rüber, Twinsen. Vorsichtiger Ball, wirf! Vorsichtiger Ball für den Arsch, sportlicher Ball. Oh ja, der kann treffen. Jetzt komm! Mein Gott, natürlich ist da wieder eine unsichtbare Wand. Ah, da ist so ein megamäßiger Geschützturm. No! Der rastet aus, der megamäßige Geschützturm. Wow! Ich bin sowas von gleich tot. Es ist unfassbar, wie ich gleich tot bin. Ah, oh, komm schon! Ich will ihn nur töten. Jawohl. Egal, wie viel Leben ich da gerade verloren habe. Wenn er jetzt keinen Schlüssel fallen lassen, dann bin ich ein bisschen ahnungslos. Ja, er lässt den Schlüssel fallen. Okay, Leben haben wir noch. Ist okay. Gehen wir da rein. So. Da sind Wachen. Da sind Wachen. Überall sind Wachen. Boah. Es ist unfassbar, okay? Nein! Und das ist eine Wache, die was uns sogar sieht. Okay, Schild brauche ich kurz zur Sicherheit, damit ich da an ihn rankomme. Dann kann ich es wieder deaktivieren. Sobald ich im Nahkampf bin, kann das magische Schild wieder deaktivieren. Passt, er ist tot, da ist verschlossen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Speichern wir mal ab. Irgendwie müssen wir da gerade ein komplettes Rebellenlager infiltrieren. Es ist ziemlich unfassbar, was wir da gerade machen. So, da Schutz. Vorsichtig. Und... Ah, da komme ich nicht drauf. Okay, dann da schnell vor. Ich fühle mich ein bisschen wie bei American Gladiator. Oh, what the fuck? Da oben ist noch ein MG-Geschütz. Okay, keine Ahnung. Dann da raufspringen vielleicht. Und da raufspringen, ja. Schießt er da durch? Na. Und jetzt kann ich ihn vielleicht von da aus mit einem vorsichtigen Ball, oder? Das könnte sich ausgehen. Jawohl. Und er lässt bitte den Schlüssel fallen. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Drei. Wie viele Bälle überlebt er? Fünf. Das ist ja auch so nervig. Warum überleben sie so viel? Also bitte. Ja, der überlebt viel zu viel. Warum müssen die 7 bis 10... Okay, da lassen wir Herz fallen. Das ist komisch. Warum müssen die so viel... Oh, was habe ich denn da gefunden? Irgendwas Geheimes. Geil. Warum müssen die so viel Leben einfach haben? Ich verstehe das nicht. Wenn man sie einmal in dem Stunlock quasi drinnen hat, dann können sie eh nichts mehr machen. Warum also nicht einfach machen, dass sie, keine Ahnung, 3 Leben oder sowas haben? Oder 4? So, ich muss da unten eigentlich das Rad betätigen. Ich habe gesagt, das geht nur mit Schutzschild. Kann ich das Bild da untersuchen? Kann ich nicht. Okay, dann, zack. Wow. Es hört irgendwie auf, wenn ich was benutze. Dann hört das magische Schild auf. Aber ich glaube, das war so ziemlich die einfachste Lösung für das Rätsel. Nächster Raum. Wir marschieren da ja durch das Spiel, als gäbe es keinen Morgen. Wie ein Silberpfeil der Formel 1. So ist jetzt das Mana. Ich habe es jetzt nicht aufgehoben. Es ist irgendwo. Ich kann es nicht mehr aufheben. Oh Gott, das sind die Todeswachen. Hat der mich gesehen? Oh ja, er hat mich gesehen. Raus. Okay, kurz raus. Nochmal rein. Ich glaube, den kann ich nicht verletzen, oder? Der wird auch letztes Mal schon nicht verletzen können. Oder vielleicht mit einem Blitzzauber. Vielleicht da jetzt einfach maximal Mana auffüllen in dem Raum und den dann mit einem Blitz eliminieren. Sieht er mich so? Ja, er sieht mich so. Okay, dann würde ich echt sagen, ich kriege da immer 3 Mana. Wie viel ist denn das? Jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir unterm dritten Kleeblatt knapp. Was ist, wenn ich da jetzt eine Runde Mana auffüllen mache? Das bringt 2. Das bringt ein Herz. Das ist natürlich schlecht. Und die Fässer da, die bringen gar nichts, oder? Wolf von vorne. Das bringt 4. Wie viel war das jetzt? Oh ja, das ist fast voll. Okay, Mana haben wir anscheinend relativ wenig. Wie gesagt, wir benutzen jetzt dann noch einmal. Wir füllen uns da ein bisschen auf. Und komm schon, keine Herzen. Ich brauche Mana. Bitte Mana.
Komm schon, gib mir Mana. Wir brauchen nur, keine Ahnung, 3 Punkte vielleicht. Dann hätten wir Blitzzauber. Mein Gott. Ja, natürlich gibt es uns jetzt nur mehr Herzen. Wäre ja nicht Little Big Adventure, wenn es einmal ein bisschen nett zu uns wäre. Oh, und gleich noch einmal Herzen. Warum denn auch nicht? Es ist super spannend für euch zum Zuschauen. Nein, ich gehe falsch. Da ist irgendwie die Kollision bei der Tür, ist abartig beschissen. Oh, und so spannend es für euch zum Zuschauen ist, umso spannender ist es für mich zum Spielen. Jawohl, wir haben Mana. Und go, 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 go. Vielleicht noch einmal. Vielleicht haben wir schon Maximum, ich weiß es gar nicht. Wir füllen uns da trotzdem einfach nur weiter auf. Oh ja, wir haben Maximum. Sonst wäre der Mana-Trank jetzt da nicht weggeflogen. Geh raus! Jawohl. Okay, jetzt speichern wir ab, weil jetzt will ich es probieren. Speichern, wir haben maximales Mana. Wir gehen daher. Und wir drücken F. Boom! Tut ihnen gar nichts, sie sind einfach unbesiegbar. Krasser Scheiß. Okay, dann vergolden wir doch nicht unser Mana. Dann machen wir das anders. Sie sind relativ langsam, wie es scheint. Oh, da mache ich nur die Tür zu. Das ist vielleicht nicht so gescheit. So, dann komm du runter. Oh Gott. Und jetzt da so an ihm vorbei. Wo bin ich? Ich sehe es gar nicht. Weil einfach die Wand im Weg ist. Und bergauf. Und zum nächsten Schalter. Und den betätigen. Und durch die Tür. Renn. Jawohl. Und tschüss, Todespiraten. Und oh Gott, willkommen im Gehgeschütz. Kann ich das jetzt benutzen? Geil, aber Kleeblatt. Maximum. Boah, krass. Maximum Leben, Maximum Mana. Maximale Kleeblätter. Awesome stuff. Schlüsselhammer. Geil. Wir kommen echt verdammt gut voran. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Kann das benutzen? Okay, das kann ich benutzen. Aber jetzt ist natürlich niemand mehr da. Kann ich spammen? Nein, spammen kann ich es nicht. Was bringt mir dieser Schlüssel? Kann ich da zufällig... Kann ich da runterspringen? Nein, kann ich eh nicht. Woll, schau, er... er haut von mir ab, wie geil ist das? Ah, ich kann doch auch runterspringen. Wie geil ist denn das? Er flüchtet von mir. Das finde ich irgendwie witzig. Okay, einfach da durch. Komm schon. Ey. Ey, ich habe einen Schlüssel. Geh doch auch. Ja, mein Gott. Zieh mal leider wieder ein paar Leben ab von meinem wohlgewonnenen Leben. Ich weiß, wo wir uns auffüllen können. Wir können da hinten. Da ist anscheinend was Geheimes. Ja, da droppen Leben raus. Okay, wir haben eh schon wieder Maximum. Anscheinend machen die nicht allzu viel Schaden. Warum geht denn die Tür nicht auf? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Hä? Was ist los? Versteht ihr das? Habe ich vielleicht den Schlüssel verloren, weil ich den Raum verlassen habe? Keine Ahnung. Also jetzt haben wir definitiv, weil da haben wir die Wache eliminiert bei dem Speicherstand. Probieren wir es einfach noch einmal. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, aggressiver Modus. Runjump man den Gegner mit der X-Taste und im Nahkampf ihn erledigen. Wie Mike Tyson. Okay, geil. Also schön langsam so die Grundtricks des Spiels halt verstanden. Man muss nicht viele Tricks können. Zum Glück muss man nicht viele können. Okay, jetzt müsst ihr aber einen Schlüssel haben, oder? Ja, jetzt habe ich ihn. Das war wirklich gleich, weil ich den Raum verlassen habe. Dann wird dann schon der Schlüssel resettet. Ah, ganz schön gemein, muss ich sagen. Okay, und dann da jetzt da einfach runter mit dem Fahrstuhl. Und nächster Raum. Und, oh Gott, weiterhin Todespiraten. Da bist du ja endlich. Ich habe dich erwartet, Hinsunya. Dark Monk hat mir viel von dir erzählt. Das war's, Twinsen. Du hast verloren. Und um deine Niederlage noch bitterer zu machen, werde ich dir die Wahrheit sagen. Wegen dieser dummen Religionslegende war ich einfach nicht mehr Herr auf meinem Planeten. Die Leute hörten nur auf die Priester von Dark Monk. Eines Tages landete ein Fremder auf Zelig und schlug mir vor, ihn als Dark Monk auszugeben. Zusammen haben wir alle dazu gebracht zu glauben, dass er die große Weissagung erfüllen würde. Die Wahrheit sieht natürlich ganz anders aus. Ich weiß zwar nicht warum, aber Dark Monk
will sich die magische Energie aneignen, die in deinem Planeten schlummert. Und da ich der Herrscher von Selig werden will, haben wir uns zusammengetan. Das ist unmöglich, davon würde ich sie abhalten. Twinsunia, Dark Monk ist unschlagbar. Unschlagbar. In seiner Statue hat er eine Maschine gebaut. Sie kann die magische Energie speichern, die er deinem Planeten stehlen will. Meine Agenten sind nach Twinsun gereist, um eure Magier zu entführen. Wir brauchten sie, um die Energie deines Planeten nach Selig umzuleiten. Die Kinder mussten wir entführen, weil sich die Magier weigerten, mit uns zu kooperieren. Nur du hast uns im Weg gestanden. Aber jetzt haben wir gesiegt. Die Zerstörung von Twinsun und die Verwendung der Maschine, beides wird bei der nächsten Zeremonie stattfinden. Und du wirst mich nicht länger davon abhalten können, die Mondreaktoren zu aktivieren. Ich finde das immer so geil, wenn die Bösewichte von einer Serie oder von einem Spiel so ganz am Ende dann einfach alles verraten, den kompletten Plan, einfach weil sie es können. Das ist immer so witzig. Okay, was tue ich mit ihm jetzt? Wow, das ist ein Wurm. Fuck, zwar ein leichter Wurm, aber ein Wurm. Okay, vorsichtig, frisst den Ball. Und der komische Pirat, kann der da attackieren oder was ist mit dem? Weil ich kann, die Piraten kann ja gar nicht verletzen. Ah, mit dem Blitz überlebt ja der. Okay, keine Ahnung, probieren wir da einfach Schalter betätigen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo? Irgendwas zum Drücken? Na? Da war irgendwie so ein komischer... Wir speichern einmal ab, aber nicht bei dem Speicherstand, sondern bei dem da zur Sicherheit. Okay. Und, keine Ahnung, kann ich vielleicht Dech mit ihm im Nahkampf gehen? Oh ja, denn... Hä? Das ist doch ein richtiger Pirat, oder? Kann jetzt irgendwas drücken? Oh, war das vielleicht falsch? Okay, ist das jetzt Game Over gewesen? Darf er das vielleicht nicht machen? Na, er droppt einen Schlüssel. Okay. Twinsen. Twinsen, ich bin's. Sendel. Twinsen. Eine kosmische Katastrophe droht. Der Mond hat angefangen, sich zu bewegen. Bald wird er auf Twinsun fallen und unseren Planeten zerstören. Du musst Dark Monk davon abhalten, diese Teufelsmaschine zu verwenden, die er in die Statue eingebaut hat. Damit könnte er die Energie anziehen und uns wegnehmen, mit der wir den Mond anhalten könnten. Du musst die 4 Fragmente des Schlüssels besorgen, und zwar von den 4 esmerischen Völkern. Sie benutzen die Teile immer nur für ihre Zeremonien. Mit dem Schlüssel kannst du die Statue aus dem Krater holen. Wenn du dann Dark Monks Vorhaben gestoppt hast, musst du sofort nach Twinsun zurück.